Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es geht heute um einen schönen großen Strauß binden, wie man sehen kann an dem, was ich schon in Händen halte, weil ich habe ein bisschen selektiert und ich werde ab und zu gefragt, wie ich das mache mit den großen Sträußen. Genau das wollte ich heute euch erklären und zeige euch das anhand von einem schönen großen Strauß. Also ich habe ganz tolle Blüten mitgebracht. Es soll ein schöner, pastelliger Frühlingsstrauß werden. Ich habe da diese wunderschönen Tulpen mitgebracht, die zum Teil auch, nächster Vorführeffekt, die zum Teil auch 2 bis 3 Blüten auf einem Stiel haben. Muss ich doch glatt mal gucken, ob ich die noch finde. Im letzten Video habe ich das schon gezeigt. Ach ja, hier genau. Es ist doch immer wieder faszinierend. Hier sind erst 2 Blüten auf einem Stiel. Das ist ein richtig schöner Zwilling. Und das ist eine gefüllte orangene Tulpe. Die ist also noch so knospig, dass die noch keine Farbe zeigt. Das soll die natürlich auch beim Kunden tun und noch nicht bei mir. Aber man kann sich sehr vorstellen. Dann habe ich eine sehr schöne gelbe Papageientulpe, die also auch einen wunderschönen Kopf hat. So, die lege ich mal hier daneben. Was ich immer mache, wenn ich so, ich war jetzt gerade an meinem Tisch vorne und habe es ausgesucht. Ich lege die Blütensorten einzeln, also quasi die nebeneinander. Ich lege die schon nach Sorten, weil ich muss ja während dem Strauß binden auch wissen, was ich alles habe. Hier habe ich also eine Kamille. Kamille hält auch wunderschön, aber da sage ich gleich was dazu, wie man die, da gibt es ein bisschen was zu beachten. Dann habe ich eine hübsche rosa Rose. So, dann haben wir noch aprikofarbene Garmini. Ja, das ist so, naja, Frühling und Garmini sind so ein bisschen das Pendant zu, wie ein großes Gänseblümchen, sage ich mal, von der Anmutung her. Haben natürlich eine sehr, sehr dekorative Wirkung. Dann habe ich noch schöne Rosen, weil der Kunde wollte Rosen. Und das ist jetzt Eustoma, auch Lysianthus genannt. Ja, ist auch eine sehr schöne Blüte und das sind nur 2 Stiele. Man sieht also, wie hübsch die sind. Das sind Blumen, die auch für Hochzeiten sehr, sehr, sehr beliebt sind und die sehr gern genommen werden. Und diese tollen Knöspchen, die kann man auch ganz toll nehmen, zum Beispiel im Bräutigam-Anstecker. Da sind die richtig fein und hübsch. Ja, da brauchen wir immer was Kleines. Das ist immer so eine Detailarbeit. Hochzeiten gibt es ja leider nicht so viele. Aber wir können trotzdem nicht klagen. Wir haben viel zu liefern, wir haben viele Kunden und deswegen haben wir viel zu tun, aber das erinnert immer so an Hochzeiten. Und so habe das gerade mal auseinandergeschnitten, ja, weil das sehr, sehr weit unten verzweigt ist, oft die Eustoma. Und da kann ich auch aus den 2 Stielen, ja, wenn ich das hier unten trenne, kann ich also sehr schön auch hier 2 Stiele machen und kann also den ursprünglich einen Stiel sehr gut nutzen. Bei der Kamille gibt es ein bisschen was zu beachten. Die trennen sich auch nicht so gern. Bei der Kamille muss man unheimlich viele Blätter abzupfen. Und wenn ich das nicht mache, dann passiert es auch öfters, dass die Kamille oben schlapp ist und die Leute sagen, oh, die hält ja nicht so gut. Nein, die hält eigentlich recht gut. Aber diese Blätter, das ist auch wie bei vielen anderen Blumen, die kosten einfach dem Blütenkopf zu viel Kraft. Und deswegen zupfen wir das raus. Und wenn da viele Blätter sind, man sieht ja jetzt auch, ich habe dann nochmal einige rausgemacht, ja, wenn da viele Blätter rausgemacht sind, dann hält die hervorragend. Und was natürlich auch wie so oft wichtig ist, außer bei Tulpen, ist ein schräger Anschnitt. Ja, und deswegen, wir zupfen zwar schon sehr viel, wenn wir es in die Vase stellen im Laden, aber wenn wir einen Strauß binden, dann machen wir doch immer noch einiges ab. Und diese Seitentriebe, die kann man, oh sorry, jetzt fliegt es mir schon aus den Händen, die kann man auch abmachen und die kann man dann noch so für kleine Sträußchen verwenden, weil die Seitentriebe sind eigentlich schade, wenn ich die jetzt in den Strauß binde. Hier unten sieht man die ja gar nicht, also werden die abgemacht und die verwende ich für irgendwas anderes, weil es wird alles gut genutzt. Ja, und wenn man jetzt hier sieht, nur allein die Seitentriebe sind also doch noch schöne Blümchen, um auch was Hübsches draus zu machen. So, die Kamille ist geputzt. Bei den Rosen mache ich auch immer noch mal ein paar Blätter ab.
Die Gerbera oder Garmini sind hier schon mit einem Draht gestützt. Das ist natürlich der Vorteil, wenn ich dann im Strauß die Blüte habe, dann kann ich die noch neigen, wie ich die gerne neigen möchte. Das ist immer sehr schön, weil die sollen ja im Strauß wirklich perfekt, sitzen. Und deswegen nehmen wir den Draht. Und bei den Tulpen, die haben jetzt natürlich sehr viel Blätter, bei den Tulpen mache ich schon noch ein bisschen Blätter ab, weil keine Blätter ins Wasser. Und ich hatte erst kürzlich auf Instagram poste ich auch sehr oft was, also nahezu täglich, unter Flower Deko Tipps. Und da habe ich auch gezeigt dann zum Beispiel Tipps, wie Rosen bis zu 50% länger halten. Und da hat natürlich auch dazu gehört, keine Blätter ins Wasser. Ja, aber eigentlich fängt ja die Haltbarkeit damit an, dass die Vase sauber sein muss. Die Vasen kann man ruhig auch mal in die Spülmaschine stellen oder richtig gut reinigen, ja, also gut, ordentlich mit einer Bürste. Weil wenn die Vase nicht sauber ist, dann kann die Blume nichts dafür und dann sind Bakterien drin und dann ist die Hygiene einfach leider eingeschränkt. So, es ist Nachmittag, wir haben den Laden geöffnet. Zwischendurch kommen dann auch immer wieder Kunden. Das ist ja auch gut so, von denen lebe ich auch. Und wir haben dann immer so kleine Unterbrechungen. Aber jetzt liegen ja auch alle Blumen schön geputzt vor mir. Und putzen muss ich natürlich nicht nur die Blumen, putzen muss ich auch das Grün. Beziehungsweise ich muss das Grün auch schön teilen, dass ich das, ja, sowas kann ich natürlich so nicht in den Strauß binden. Das ist eine Glanzmispel, eine Fotinia Red Robin. Die wird so gegen, naja, Ende April, ja, oder Anfang Mai kann man die sehr schön, wenn man die Hecke schneidet, ruhig auch mal so ein paar Stücke rausschneiden, ja, nicht nur mit der Heckenschere entlang gehen, aber mit der Heckenschere schneidet man wahrscheinlich diese schönen Blüten ab und dann kann man so ein paar schöne Blüten rausschneiden, weil ich zeige euch mal ein Bild von dem Tulpenstrauß, den ich gemacht habe im vorigen Video und das macht einen riesen Unterschied, ob ich mit Grün die Tulpen binde oder ob ich die Tulpen nur einfach so in die Vase stelle. Und ich habe jetzt natürlich hier schönes Grün, ich habe Heidelbeere, Glanzmispel, ich habe Pistazie. Und jetzt habe ich also mein Projekt ist jetzt einen wunderschönen frühlingsmäßigen Strauß zu binden mit Grün. Und man sieht, also die gehen jetzt alle noch auf, die sind von heute Morgen, die sind knackefrisch, die Blumen. Und die sollen ja auch beim Kunden erst ihre Farbe zeigen. Und um diesen Strauß richtig toll stimmungsvoll zu machen, brauche ich natürlich auch schönes Grün, frühlingsmäßig. Und ich glaube, er wird ihr gefallen. Gewünscht ist Frühling und Rosen und ein fröhlicher Strauß zum Aufmuntern. Und deswegen habe ich auch schöne verschiedene Grünsorten genommen. Warum brauche ich Grün? Ich brauche das Grün auch, damit ich die Blüten, ja, die Blüten fächern kann. Und dass der ganze Strauß mehr Wirkung hat, ja. Und wenn wir ohne Grün binden würden, dann wäre der Strauß einfach lang nicht so schick und würde gar nicht so viel Stimmung machen. Und ich werde manchmal dann gefragt oder haben auch manche YouTuber geschrieben, wie schaffst du das denn, wenn du so viele Blumen hast, die alle festzuhalten? Also das Geheimnis, wie man diese ganzen Blumen festhalten kann, ist tatsächlich das Binden in der Spirale. Und in der Spirale heißt, ich lege jeden Stiel. Bei den paar Stielen sieht man jetzt nur ansatzweise. Ja, also zum einen, ich halte den Strauß, ich drehe den Strauß auch in meiner Hand und ich lege jeden Stiel in eine Richtung an. Ja, also die müssen immer, die Camilla ist jetzt nicht dran im Moment, ich muss auch gucken, dass ich die Blüten schön abwechsel. So, ich lege jeden Stiel in die gleiche Richtung an. Warum mache ich das? Das ist nicht nur, dass ich den Strauß gut halten kann. Wenn ich in der Spirale binde und die haben alle die gleiche Richtung, dann kann ich auch nachträglich ganz gut eine Blüte noch einfügen oder rausziehen. Und das alles ist nicht, ja, zumindest nicht so möglich und sehr, sehr schwierig, wenn ich nicht in der Spirale binde. Und es gibt noch einen weiteren Grund, in der Spirale zu binden. Wenn ich jetzt nachher Bindebast hier drumherum mache, dann sind die jetzt alle so in eine Richtung. Wenn ich jetzt einen Stiel
so querlegen wird, also völlig entgegen dieser Richtung, ja, dann würde dieser Stiel, wenn ich jetzt mit dem Bindebast anziehe, der würde quasi einmal, sorry, gekillt werden, ja, weil das ist natürlich, wenn die jetzt alle in eine Richtung liegen, dann bekommt der einzelne Blütenstiel nicht so viel Druck, ja, und dieser Druck, der wird natürlich bewirken, dass die Blume schlicht und ergreifend kaputt geht, weil die erdrückt wird. Ja, und das ist auch der Grund. Und es kommt gleich, ihr werdet es gleich noch sehen, wenn wir hier ein paar mehr Blumen haben in dem Strauß, warum das auch noch nötig ist, weil ohne Spirale könnte ich diesen Strauß tatsächlich gar nicht mehr festhalten. Ja, also man kann auch manchmal. Hier ist auch wieder ein schönes Beispiel, wie ich schneide. Hier ist eine Korkenzieherweide und weiß nicht, ob man es genug sieht. Sorry, ich nehme es nochmal so in die Hand. Das ist eine Verzweigung und was ich jetzt mache, ich schneide genau in der Verzweigung, ja, so dass ich natürlich jetzt zwei Stücke habe. Zum einen hier, ja, ich muss natürlich auch immer überlegen, wie ich mein Grün schneide. Ja, oder wie ich die Blüten alle schneide. Und ich zeige es mal hier. Ich gucke dann auch wieder, hier habe ich jetzt ein paar mehr Tulpen. Ja, und dann gehe ich auch her. Ah, es ist herrlich, wenn man einen großen Kameramann hat. Dann kann er natürlich auch wunderbar mal von oben zeigen. Das Ganze, das ist herrlich. Das ist in vielen Lebensbereichen sehr, sehr praktisch. So, dann ganz wichtig auch für das Binden beim Strauß. Ist das Drehen. Ja, ich muss den Strauß immer wieder in der Hand drehen, sonst kann ich gar nicht die Blumen so schön anlegen und ich kann gar nicht rundrum arbeiten und rundrum binden. Also man merkt, ich bin schon ein bisschen am Arbeiten und immer am Gucken. Ich habe zum Beispiel von den Garmini drei Stück. Jetzt sehe ich, ich habe hier eine. Und ich dachte, ja, hier könnte ruhig auch noch eine Garmini eingefügt werden, sodass die Blüten einfach schön verteilt sind. Und das hilft natürlich auch, wenn ich drehe, dass ich immer gucken kann, welche Blume von der Verteilung her. So, jetzt lege ich mir die mal ein bisschen mehr auf den Tisch, dass ich besser an die anderen rankomme, beziehungsweise dass ich besser auch an meine Grünen komme. Dann finde ich natürlich die Korkenzieherweide, die ist das Sinnbild des Frühlings. Ja, Zweige sind ja nicht nur an Ostern, sondern die sind wirklich noch, ist das Grün so zart, dass ich die sehr, sehr schön reinbinden kann in so einen Strauß. Und das geht jetzt nur noch begrenzte Zeit. Und dann ist es vorbei mit Zweigen in Sträußen, weil schlicht und ergreifend, weil dann ist da zu viel Blatt dran. Und es wäre auch viel zu viel Mühe. Hier brauche ich jetzt zum Beispiel noch ein bisschen Grün dazwischen. Und man sieht auch, es wird jetzt also schon immer mehr. Und wenn man jetzt meine Hand anguckt, ja, da passt jetzt gerade noch mal ein Finger dazwischen. Und es sind noch nicht alle Blumen drin. Aber ich kann den Strauß immer noch gut in der Hand halten. Es funktioniert immer noch wunderbar. So, und für eine bessere Verteilung lege ich ein bisschen Grün an. Und dann kommt mal wieder eine schöne Rose. Also ich finde den auch ganz toll in den pastelligen Tönen. Ist wunderschön. Ja, und jetzt wird es so langsam auch ein bisschen enger von der Kapazität der Hände her. Aber das war mir natürlich von vornherein klar. Wenn du so einen Strauß machst, ja, oder probierst zu machen, und merkst, das wird jetzt aber eng, ich kann den nicht mehr halten, dann würde ich dir raten, zwischenzubinden. Ja, bei mir, es geht jetzt, ich habe das noch im Griff, aber die Lösung wäre natürlich, dass ich jetzt einen Bindebast nehme und einmal zwischenbinde. Ja, und dass ich dann wieder weiter anlegen kann, aber das ist wie so eine Zwischenfixierung. Und man sieht auch, also ich drehe auch immer wieder in der Hand. Und es gibt auch Sträuße, die so groß werden, dass ich selber gar nicht mehr so richtig sehen kann. Hier kann ich ihn jetzt noch gut sehen. Aber auch das kommt vor,
Und dafür gibt es tatsächlich einen Spiegel hier im Laden. Und dann gehen wir an den Spiegel und gucken die Sträuße dann im Spiegel an, um einfach genügend Überblick zu haben und um genug zu sehen, wie die Verteilung ist. Ja, oder auch wenn man einen ganz besonders feinen Strauß hat, wo die Verteilung ganz, ganz wichtig ist. Allen voran natürlich die Brautsträuße. Da ist es ja super wichtig, dass der von allen Seiten perfekt aussieht. Und da stellen wir uns auch ganz gern wirklich an vor den Spiegel und gucken dann so im Spiegel, gucken wir dann immer so und schauen, wie der Strauß aussieht, um diese perfekte Verteilung zu erreichen. Aber es schreitet voran. Wir haben schon sehr viel drin. Ich zeige auch gleich noch mal, wie ich das mache mit dem Umgreifen. Also ich gehe immer her, nehme die rechte Hand, kann die linke lösen, die ist jetzt frei, ja, und kann immer so ein Stück umgreifen, ja. Und man sieht auch hier, ich habe auch jetzt nicht mehr alle Stiele in der Hand, ja. Und ich hatte auch so ein schönes Video, da habe ich einen richtig schönen großen Hochzeitsglückwunschstrauß gebunden. Da bin ich eigentlich das erste Mal gefragt worden, wie machst du das eigentlich, dass du die Sträuße in der Hand hältst und dass du das so behältst. Und ja, deswegen dachte ich, jetzt habe ich mal so einen schönen Auftrag für so einen tollen großen Strauß und da kann ich das doch wunderbar zeigen. Und ich sage auch, man muss sich am Anfang, muss man sich schon konzentrieren, dass man die Blütenstiele immer in der Spirale anlegt. Das ist natürlich überhaupt nicht erlaubt, irgendwas anderes zu machen. Ja, und dann ist es auch, ich sage, also in der Floristenprüfung würde ein Strauß, der nicht korrekt in der Spirale gebunden ist, in der Floristenprüfung würde man dann schlicht und ergreifend durchfallen. Und deswegen ist das natürlich eine ganz wichtige Geschichte. So, ja, so langsam. Genau, so langsam merkt man, es wird jetzt ein bisschen grenzwertig. Und es gibt ja auch Sträuße, wo noch mehr Blumen drin sind, die wir auch in unseren Auftragsbüchern haben. Was machen wir dann? Wir machen das tatsächlich zu zweit. Ja, also einer hält und der andere legt an. Die müssen zu zweit gebunden werden, weil da haben wir natürlich auch keine Chance mehr. Weil es gibt ja auch manchmal wirklich doppelt oder dreifach so viele Blumen wie in diesem Strauß. Und das ist dann nicht mehr alleine zu bewältigen. So, ich schneide mir mal ein paar Stiele ab, dass ich jetzt besser, so, ist immer gut, eine gute Baumschere zu haben, wie man merkt. So, dass ich jetzt besser dran komme. Und ja, es ist alles in der Spirale. Ja, es ist alles drin. Es sind keine Blätter, die dann ins Wasser kommen. Ja, die Stiele sind alle sauber. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, ich würde den Strauß jetzt mal so binden. Weil ewig lang will auch ich den Strauß nicht mehr in der Hand haben. Ich lege den Bast, genau, ich lege den Bast, lass mir hier so ein Ende, lege den unter meinen Daumen. Und gehe mit dem Bast oberhalb von der Hand gehe ich jetzt zwei, dreimal ruhig um den Strauß drumherum. Ja, nicht nur einmal, sonst fällt er mir gleich aus der Hand. Es gibt Leute, die binden in der Luft, das mache ich nicht gern. Ich habe den jetzt schon schön fest, lege den auf die Tischkante, zwirbel den Bast zweimal um, verzwirbel den zweimal. Zieh schön fest, ja, richtig schön festziehen, weil was natürlich auch noch ganz wichtig ist und noch einen schönen Knoten ist, dass die Bindestelle festgebunden ist. Fest sehe ich daran, ich kann den jetzt an einem Stiel nehmen und der Strauß, der fällt jetzt nicht mehr auseinander. Ja, das ist also ganz wichtig. Ja, das war jetzt mal ein großer Strauß in der Spirale gebunden. Es gibt auch noch ein Video, das heißt Strauß binden für Einsteiger. Da kann man auch noch mal ganz toll nachgucken, wie die Technik geht. Und da habe ich das noch mal so ganz von Anfang an noch mal so ganz in langsam erklärt.
weil das ging jetzt natürlich heute schon ein bisschen zügiger. Ich muss natürlich auch die vielen Blumen in einer gewissen Zeit reinmachen. Und ich hoffe, das Video hat gefallen und probiert es einfach mal aus. Und ihr könnt ja einfach auch zum Beispiel Zweige nehmen, Äste. Man kann auch wirklich mit Holzstäben üben, in der Spirale zu binden. Das müssen jetzt also nicht die Blumen sein. Man kann wirklich mal Zweige nehmen, dünne Zweige, ja, oder sowas. Und damit kann man auch schon üben. Und ich muss sagen, bei meiner ersten Praktikumsstelle, da habe ich tatsächlich solche Holzstäbe bekommen. Und dann ist mir gesagt worden, binde doch mal die Holzstäbe in der Spirale. Also das sind so schöne Übungsobjekte, die nehmen einem nichts krumm, die gehen nicht kaputt wie die Blumen. Und da kann man sich also richtig schön austoben. Und ich denke, das ist auch wirklich, wirklich gut zum Lernen. Ja, weil man muss das erstmal lernen. Das dauert einige Zeit, bis man sowas mal ja, so ins Gespür bekommt. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich freue mich, wenn ihr auch. Ich habe auch ganz tolle Blumenstrauß-Videos, ganz, ganz viele. Habe die auch in meine Playlist reingemacht und freue mich, wenn ihr da auch mal schaut, weil ich denke, das sind alles Videos, wo ich viel erkläre und es lohnt sich immer, ganz einfach dran zu bleiben, von vorne bis hinten, weil es gibt in jedem meiner Videos wahnsinnig viele Tipps. Und freue mich auf eure ganzen Kommentare und wünsche euch super viel Spaß beim Üben und Nachmachen. Alles Liebe von eurer Margit. Ja, noch ein kleiner Anhang. Sehr gut. Mein aufmerksamer Kameramann hat zu mir gesagt, guck mal, da guckt noch der Draht raus. Und ich sage, okay, ja, da machen wir jetzt extra noch einen kleinen Anhang. Also es ist tatsächlich so, dass die Germini und Gerbera, die wachsen noch ein Stückchen weiter. Und wenn man den Draht, also die sind gedrahtet, damit ich die natürlich schön positionieren kann im Strauß und den Kopf wunderbar im Strauß so drehen kann. Und wenn ich den Draht jetzt, ich lasse den extra so ein bisschen rausgucken, einen halben Zentimeter, weil die weiter wachsen. Und wenn ich das nicht mache, dann springt quasi der Blütenkopf vom Draht runter und dann hält die nicht so gut. Also es ist tatsächlich Absicht, dass es genauso gemacht wird und es ist auch fachgerecht. Aber es ist ein guter Einwurf und ich habe das gern nochmal erklärt und aufgenommen.